dieses Gerät. Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes. Roten Handgriff ziehen, um Verpackung zu öffnen und Klebeelektroden entnehmen. Elektrode fest am Brustkorb andrücken. Die Frühdefibrillation finde ich sehr, sehr, sehr gut. Es ist ein kleiner Apparat, es ist schnell und einfach möglich, den Menschen zu helfen. Der Apparat führt einen durch die Erste-Hilfe-Maßnahme, bis der Rettungswagen da ist. Also das ist wirklich ganz, ganz hervorragend. In der Hochsaison bei Schlossbesuchern könnt ihr euch sagen, kommen am Tag 150 Leute. Kannten Sie diese ganzen Maßnahmen, die jetzt hier zu ergreifen sind? Nein, die kannte ich nicht, aber sie sind wirklich toll, weil sie ganz einfach zu handhaben sind. Also idiotensicher. Orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Alarmieren Sie den Rettungsdienst. Es gibt Krankheitsbilder, die nur mit der Frühdefibrillation behandelt werden können. Insbesondere das Kammerflimmern, was im Herz-Kreislauf-Stillstand in immerhin 80% der Fällen die Ursache ist. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Einen Handballen auf die Mitte des Brustkorbs setzen. Es ist sinnvoll, eine möglichst breite Streuung der Geräte zu erreichen, dass die Geräte schnell erreichbar sind. Der Zeitfaktor spielt eine immens große Rolle. Es ist wichtig, dass man schnellen Zugriff drauf hat, bevor die Gehirnzellen absterben. Die Zeitschiene können wir vom Rettungsdienst nicht mehr verändern. Wir sind so schnell, wie wir können, mit Blaulicht und allen Hilfsmitteln. Es ist aber sinnvoll, vorher schon den Apparat in den Einsatz zu bringen. Es macht also auch Sinn, so ein Gerät zum Beispiel an Tankstellen oder Pförtnerhäuschen vorzuhalten, wo man dann 24 Stunden Zugriff drauf hat. Den Brustkorb 5 cm tief eindrücken. Den vorgegebenen Takt befolgen. Nase zuhalten, Kopf überstrecken, Kinn anheben und zweimal beatmen. Der Malteser Hilfsdienst ist ein katholischer Hilfsdienst. Die Malteser sind ein katholischer Orden mit einer jahrhundertealten Tradition. Und wir holen natürlich immer den Malteser Hilfsdienst, wenn wir hier große Veranstaltungen haben. Und daher fühle ich mich natürlich zu dieser Assoziation verwandt.